Hallo zusammen und willkommen zu meinem kleinen Grimrock-Special. Ja, Special aus zweierlei Gründen. Einmal will ich Tor umwinden, damit ich den Spielmodus freischalten kann, dass man nur einen Charakter spielt und der wohl noch irgendwelche besonderen Fähigkeiten haben soll. Und zum anderen wollte ich euch nochmal die Statistics zeigen, um halt zu sehen, was wir geschafft haben in diesem Playthrough und wie viel wir besser machen müssen im nächsten Playthrough. Also, Tor umfinden ist der erste Punkt. Eigentlich wollte ich das auch wieder blind machen, aber ich wurde mehrfach gespoilert. Deswegen laufe ich jetzt einfach dahin, wo es ungefähr sein soll. Also ich habe nämlich gespoilert bekommen, wir sollen in den Nordwesten von Level 10 gehen. Und da ist neben einer Fallgrube, also eine Säule und neben der Säule eine Fallgrube und da ist irgendwo ein Knopf. Und wenn man den drückt, geht eine Wand auf. So, hier im nordwestlichen Bereich. Obwohl, da ist auch gerade eine Säule, gucken wir mal da. Aber erstmal müssen wir nach da gehen. Und ja, dann habe ich mir nämlich vorgenommen, ich wollte ja eh einen 100% Run machen. Und den können wir gleich im Toro-Modus versuchen. Auch auf Hard. Das, denke ich mal, wird recht schwierig werden. Aber schwierig bedeutet fast immer interessant. Außer man stirbt durchgehend, das wird dann irgendwann langweilig. Aber ich hoffe mal, dass wir es einfach nicht werden. So. Da ist die Säule. Oh oh. Hier leben ja noch Mönche. Was macht ihr denn hier? Na gut. Aber wir haben jede Menge Ressourcen parat, um euch wegzubrennen. Noch irgendwo ein Mönch? Da hinten sehe ich was leicht blau schimmern. Ah, da bist du. Zack. Na komm. Weg mit deinem Schutzschild. Stirb, stirb. Stirb, stirb. Oh oh. Na also, du kriegst auch noch ein Eisbällchen ab. Und tot, ne also. Da war das Dingens. Hier ist eine Fackel. Hier ist ein Ogerhammer. Da ist eine Fallgrube. Okay, fehlt noch die hintere Seite. Und da ist ein Knopf. Ich höre Stein auf Stein. Wieder zu. Gut, drücke ich nochmal. Jetzt müsste es zugehen. Warten wir kurz. Und wieder auf. Damit ich weiß, wo es ungefähr ist, weil wenn ich einfach nur einen offenen Gang... Hier wird es lauter. Ah, sehr schön. Also, eine Notiz von Torum. Wer hätte es gedacht? Endlich, ich habe ein... Stash ist so eine Art Vorrat. Ein Vorrat von... Vorräten gefunden. Aber sobald ich hier eintrat, schloss ich die Wand hinter mir. Ich war zu selbstsicher. Ich dachte, ich wüsste, wie der Dungeon funktioniert. Torum. Ja, anscheinend wusste er das nicht. Was haben wir hier? Ein Phalanxhelm. Das ist nicht so gut. Wir haben ein Amulett. Schuss plus 1, Attack Power plus 20% und 20% schnellerer Cooldown. Davon haben wir, glaube ich, auch schon einen irgendwo. Ein Umhang. Noch eine Notiz. Meine Tinte beginnt auszutrocknen. Und ich hatte keinen Brocken zu essen in Tagen. Ich kann sie hinter der Mauer wispern, also flüstern hören. Sie wissen, dass ich nicht auf ihrer Seite war. Ich bin zu schwach zum Gehen. Ich bin gefangen. Wenn ich doch nur... Punkt, Punkt, Punkt. Also das vor dem Punkt, Punkt ist Re. Vielleicht Remember. Erinnern oder so. Hm. Na gut, wir haben... Remains of Torum. Und wir haben keinen Erfolg bekommen. Wir haben eine uralte Axt. Was macht die uralte Axt? Oh, Attack Power 36. Ja, die hätte uns gut helfen können. Auch wenn hier noch nicht mehr wirklich viel Content im Spiel ist. Aber das ist eine sehr schicke Axt. So, was machen wir mit dir? Eine vor langer Zeit verweste Überreste von einem Menschen. Die Knochen haben eine komische Aura. Na gut, gehen wir mal zu einem blauen Kristall.
Weil bei Dungeon Master konnte man auch Knochen finden. Und allgemein, wenn Helden gestorben sind, wurden die Knochen auf dem Boden platziert und man kann sie einsammeln und wieder zurück zu einem Altar bringen. Ich denke mal, das geht hier auch. Denn irgendwie müssen wir den Erfolg hier bekommen und da wir ihn nicht bekommen haben, als wir seine Knochenhand geschüttelt haben, müssen wir ihn vielleicht wiederbeleben. Also da runter. Und tada. Du hörst einen entfernten Seufzer der Erleichterung. Und mein Steam sagt mir, ich habe gerade ein Achievement bekommen. Schön, schön. Also schade, dass sie nicht noch einen Dialog hier oder so eingeführt haben. Aber das soll mir auch reichen. Wir haben den Spielmodus freigeschaltet. Das heißt, sobald ich wieder ein bisschen Zeit über habe, können wir damit auch anfangen. So, jetzt gucken wir uns mal die Statistics an. Was haben wir denn da? 18 Stunden 42 habe ich gebraucht. Ja, das soll wohl wesentlich schneller gehen. Aber wie ihr ja vielleicht schon gemerkt habt, mache ich mir die Rätsel meistens zu schwer oder stelle mich einfach nur schusselig an. Und wir sind ja auch ein paar Mal nach oben gegangen, noch ein paar Secrets zu finden. So, 489 Monster, jede Menge Items, 54 von 71 Secrets. Also eigentlich nur 53, weil das Torum haben wir jetzt ja nachträglich gemacht. Aber trotzdem sind 53 von 71 eine gute Zahl, würde ich sagen. Das hier allerdings sieht nicht so gut aus. Oh, eigentlich müssten das 3 sein, oder? Ja, ich glaube, wir hatten mal einen dritten Schatz gefunden, aber dann haben wir neu geladen, weil wir halt bei dem Würfel gestorben sind. Wir hatten einmal diese kleine Aztekenstatue, wir hatten den goldenen Drachen und wir hatten so eine goldene Gedankenschinderstatue. Also von den Mönchen hier. Also ja, eigentlich müsste das 3 von 7 sein, aber da geht noch einiges. In meinem nächsten Playthrough soll das schön 7 von 7 werden. Wir haben 5 Schädel von wie viel auch immer. Ihr könnt ja mal schreiben, wenn ihr mehr habt als 5. Ich denke mal, es gibt bestimmt noch ein paar mehr. So, Eisentüren haben wir eine nicht geöffnet. Das ist ärgerlich. 31.544 Schritte sind wir gegangen, 73 Mal in Fallgruben gesprungen. Wir haben wesentlich mehr Melee-Angriffe gemacht als Magie-Angriffe, was ich echt komisch finde. Und 12 unbewaffnete Angriffe. Wann haben wir denn unbewaffnet jemanden angegriffen? Wahrscheinlich ganz am Anfang. Und 50 Tränke. Ich denke mal, in unserem Torum-Durchlauf werden das bestimmt wesentlich mehr werden. Da wir ja recht viel auf den Deckel bekommen, dann wird das Inventar durchgehend offen sein. Wir werden immer nur Heiltränke drücken müssen. Aber gut, das soll es jetzt auch für dieses kleine Mini-Special gewesen sein. Und wir sehen uns dann in unserem nächsten Playthrough als Torum, den Dungeon Crawler im Alleingang. Also dann, bis denne.